Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Cordova Zombies Glitch zeigen auf der Karte Die Maschine. Und zwar braucht ihr hierfür erst einmal den Ätherschleier mindestens auf Stufe 3, Leute. Danach spielt ein paar Runden, sodass ihr etwas Geld habt, so bis Runde 5 oder 6, weil ihr müsst jetzt ein paar bestimmte Türen aufkaufen, Leute. Und ich zeige euch jetzt, welche Türen ihr kaufen müsst. So, geht am besten hier hinten lang. Kauft die allererste Tür hier rechts, danach lauft die Treppen hoch und sprengt diese Wand. Als nächstes müsst ihr die Wand links sprengen. Lauft geradeaus weiter bis zum Tunneleingang, Leute, ganz wichtig. Und sprengt den Tunnel auf. Wenn ihr den Tunnel aufgesprengt habt, müsst ihr hier zu diesem Zementmixer gehen, dagegen laufen und euren Ätherschleier aktivieren, dann backt ihr hier durch. So Leute, jetzt könnt ihr ganz normal den Strom aktivieren, jedoch wird euch nach dem Aktivieren des Stroms nicht die Panels angezeigt, um die Computer zu aktivieren für Packer Punch, aber ihr könnt einfach hier vor diesen roten Computer gehen und trotzdem betätigen, sodass ihr dann Packer Punch freischalten könnt. Das macht ihr auf beiden Seiten, dann könnt ihr wieder durch die Anomalie gehen. Und jetzt, Leute, wird euch leider nicht angezeigt, welchen Teleporter ihr nehmen müsst, um das fehlende Packer-Punch-Teil aufzusammeln. Nehmt einfach beide, bis ihr den richtigen findet, so wie bei mir. Und als nächstes brauchen wir die Wunderwaffe, Leute. Die bekommt ihr entweder durch die Kiste, durchs Kaffee-Easter Egg oder ihr macht einfach das gratis Wunderwaffen-Easter Egg und stellt euch die Waffe einfach gratis her. In der ersten Hunderunde könnt ihr die Hunde schon mal nehmen, um die Gasflasche aufzufüllen. Denn wir brauchen den Giftgasaufsatz für die Wunderwaffe, um diesen Glitch ganz in Ruhe machen zu können. Wenn ihr dann die Wunderwaffe habt und den Nova 5 Gasaufsatz draufgepackt habt, dann geht wieder zurück in den Kontrollraum, Leute, denn jetzt kommen wir zum Glitch. Geht einfach in den Kontrollraum, stellt euch hier auf diese erste Treppe, aber geht nicht weiter, denn dann öffnet sich die Tür hinter euch und das wollen wir nicht. Ihr könnt hier die Giftpflanze benutzen und dann eure Wunderwaffe abfeuern und während die Zombies in euer Gas stehen, könnt ihr nochmal die Zombies aufsorgen, um eure Munition aufzufüllen. Für die Zombies, die hinter euch spawnen, hinter dieser Tür, könnt ihr einfach mit der Waffe einmal gegen die Tür schießen und die Zombies hinter der Tür sterben auch. Das Gute an diesem Glitch ist, dass der Megaton dann hinter der Tür spawnt und den könnt ihr dann auch einfach ganz easy töten, indem ihr zwischendurch mal eine Giftladung gegen die Tür schießt. Um den Ganzen noch ein bisschen Würze zu verleihen, könnt ihr den Krawallstarter aktivieren, damit ihr die Runden einfach noch schneller beendet. Ansonsten war's das mit dem Video, freut mich, dass ihr bis zum Ende da wart, Leute. Und falls ihr mich noch supporten wollt, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und in die Kommentare schreiben, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, damit dieses Video ein bisschen mehr an Reichweite gewinnt. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr auf meinem Kanal verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt noch ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.